Willkommen bei Vips in the City live bei der Europapremiere von Snowden, dem neuesten Film von Oliver Stone. In 3 Jahren einen Kinofilm zu machen, ist schwierig. Aber wir waren zuversichtlich, weil wir eine gute Geschichte hatten und die Kooperation von Herrn Snowden. Ich war immer ein absoluter Optimist, was Technologie, Internet und Computer anbelangt. Mein Vater hat dafür gesorgt, dass mein Bruder und ich mit Computer aufwachsen, wissen, wie man sie bedient. Diese Technologie hilft uns mit so vielen Informationen zu Geschichte, Kultur, das ist alles wundervoll. Ich hatte mir nie Gedanken gemacht, ob es auch eine negative Seite gibt. Die Wahrheit ist, alle Technologien, besonders die mächtigen, können gut und auch schlecht genutzt werden. Vor dem Film hatte ich nie darüber nachgedacht. Der Film ist unglaublich wichtig für mich. Wir mixen Fiktion und Realität. Das ist kein historisches Ereignis, das vor 2 oder 3 Jahrzehnten stattgefunden hat, sondern vor 2 bis 3 Jahren und uns immer noch beschäftigt. Während wir den Film anschauen, während ich hier auf dem roten Teppich stehe und mit Ihnen spreche, ist Lindsay Miles in Russland bei ihrem Mann, der von seinem eigenen Land verbannt wurde. Es ist ein relevantes Thema und jeder sollte sich damit beschäftigen, gerade jetzt vor der Wahl in Amerika. Wir haben uns in Deutschland sicherer gefühlt. Das Klima hier ist zugunsten von Edward Snowden, im Gegensatz zu meinem Land. Der Film wurde unterstützt vom Filmfernsehfonds Bayern mit ca. 1,6 oder ich glaube sogar genau 1,6 Millionen Euro. Amerikanische Produktionen, Kinoproduktionen sind ja gerne im zweistelligen Millionenbereich aufwärts, also für Sie vielleicht nur ein Klacks. Mal sehen, einer der 3 Mitproduzenten war der Münchner Philipp Schulze-Deile. Den habe ich auch schon auf dem roten Teppich gesehen. Mal sehen, ob wir den jetzt hier ans Mikro kriegen. Aber wie sind Sie dann dazu gekommen, einen Film mit so einer amerikanischen Ikone zu machen? Der junge Mann hier, Moritz Bormann, war so freundlich, dass ich nach der Filmhochschule für ihn in Amerika arbeiten durfte. Da kam die Verbindung, weil ich als Production Executive schon bei Alexander der Große arbeiten durfte. Ich habe die meiste Zeit gearbeitet, deshalb habe ich nichts vom Land gesehen. Aber wir hatten eine großartige Zeit und wir haben in der Bavaria Filmstadt gedreht. Dort entstand der Film Die unendliche Geschichte, einer meiner Lieblingsfilme. Das fand ich großartig. Wie waren denn die Dreharbeiten hier in München und wo waren Sie denn überall? Wir waren überall. Wir haben jeden Stein umgedreht, um versucht, dass er möglichst international ausschaut und haben von Bodenwöhr im Truppenübungsgelände bis zu alten Postpalast in den Katakomben vom Olympiastadion überall gedreht. Oliver ist so brillant und so intelligent. Er hat eine tiefgründige Art, Dinge anzugehen und sieht sie aus mehreren Blickwinkeln. Deshalb war ich ganz ruhig und habe seine Anweisungen und Ideen einfach nur aufgesaugt. Ich habe das schon in anderen Interviews gesagt, es ist immer zu wenig Zeit und immer zu wenig Geld, egal welche Produktion man macht. Und es macht genauso viel Spaß und die Herausforderungen sind die gleichen. Ich mache beides sehr, sehr gern. Das war so angenehm am Set und alle waren so freundlich, dass es gab keine Zeit, weil es war so angenehm. Wir haben Spaß gehabt eigentlich und es war kein Zeit, nervös zu sein. Das ist ein ganz toller Film, vor allen Dingen ist es ein wichtiger Film geworden. Und das finde ich halt, ich meine, Film über Snowden, Personen der Zeitgeschichte, sehr aktuell, ganz wichtig, also ein wichtiger Film in meiner Karriere. Aber das ist ja vielleicht auch eine Problematik bei Kino, bis eine Fertigstellung, bis es mal zu Ende ist, das dauert ja was. In der Zwischenzeit könnten sich ja schon aktuelle Ereignisse geschehen sein. Darum geht es aber nicht in dem Film. Im Film geht es ja darum, über sein Leben und wie es zu seiner Entscheidung kam, das zu tun, was er getan hat, nicht die Zukunft. Eine Premiere, die diesmal ziemlich, oder sagen wir mal ein roter Teppich, die ziemlich kurz und schmerzlos vonstatten ging. Der Film fängt jetzt gleich an, Promis sind alle durchgegangen, der rote Teppich ist leer. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, das Like nicht vergessen. Wenn euch Vips in the City gefällt, auch dort, das gefällt mir bitte nicht vergessen. Das war's, einen schönen Abend noch.